Ernst. Ja. Die Klöße sind nicht warm, aber deine Stirn? Wo ist denn der Papa? Aha. Der Fieberthermometer liegt wie immer unten links im Schrank. Ich muss jetzt hier weitermachen. Warum werden eigentlich immer nur die Mütter angerufen? Ja, weil die Väter arbeiten. Ihr Kind ist krank. Oh. Aber die Selbstverwirklichung geht eben vor, ne? Jetzt pass mal auf, Shampoos Max. Wenn die Auster spricht, hat die Perle Pause, verstanden? Nein, den Spruch merkst du dir nicht. So, hinsetzen. Dass Sie ein Verfassungsfeind sind, ist ja jetzt klar geworden. Die Demokratie hat gerade noch einen Arzttermin. Bis sie da ist, prüfen wir noch schnell die zweite Voraussetzung für ein erfolgreiches AfD-Verbot. Die Potenzialität. Sehr gerne. Wollen Sie es persönlich prüfen? Nicht in 1000 Jahren. Sie müssen ja nicht. Ne? Ich habe 8 Kinder bekommen. Sie haben 8 Kinder bekommen. Ja, nicht persönlich. Potenzialität bedeutet, hat die AfD eine realistische Chance, an die Macht zu kommen? Das NPD-Verbot ist ja nur daran gescheitert, weil man sie für zu unbedeutend gehalten hat, um eine wirkliche Gefahr darzustellen. Wissen Sie, was meiner Potenzialität am meisten helfen würde? Wenn jemand mit mir koaliert. Genau das. Wissen Sie, was wir jetzt machen? Oh, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wir rufen Friedrich Merz in den Zeugenstand. Das habe ich mir anders vorgestellt. Tag, mein lieber Fritze. Herr Merz, Sie duzen sich also mit der AfD. Bahnt sich da eine Zusammenarbeit an? Das kam ausschließlich von ihm. Ja, hör sofort auf damit. Gerne, wie du willst, Fritze. Ich bin nicht Ihr Fritze. Was zierst du dich denn noch so? Ha? In Thüringen hast du es dir doch auch besorgen lassen. Die Mehrheit, meine ich. Frau Richter in Thüringen. Haben Sie da gerade gegendert? Nein. Ich habe gesagt, Frau Richter in Thüringen. Na, schon wieder? Na, was soll ich sagen? Frau Richter auf Thüringen? Gut, kurz hatte ich gedacht, ich habe dich verloren. Niemals. Also, was ich meine ist, es gibt keine Zusammenarbeit zwischen der AfD und der CDU. Nein heißt nein. Ja, da darf ich mal den deutschen Schlagerpoeten Gigi Anderson zitieren, der gesagt hat, nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du. Da möchte ich mit Matthias Reim antworten. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Die Grunderwerbssteuersenkung in Thüringen war unsere Idee. Sie haben dem Antrag nur zugestimmt. Weil es ein Antrag von uns war von 2018. Da haben Sie damals abgelehnt aus staatspolitischer Verantwortung. Kommen Sie und einmal jetzt Copy und Paste und Einspruch, Euer Ehren. Wir haben ja extra noch einen Familienbonus hinzugefügt, damit das nicht so auffällt. Warum muss eigentlich immer ich mich rechtfertigen? Ja, ich finde auch, da in Thüringen, da ging es um eine Steuersenkung, das ist ja nicht gleich rechtsextrem. Aber in Gütersloh, da musste eine NS-Gedenkstätte geschlossen werden, weil CDU, Freie Wähler und AfD die Ausbaukosten nicht tragen wollten. Ja, die CDU ist ja nicht per se dagegen, die wollen nur weniger Geld dafür ausgeben. Das ist ja auch sparsam zu sein, nicht gleich rechtsextrem. Die CDU hat auch gesagt, sie haben das nur gemacht, damit die Bürger nicht AfD wählen. Na ja, guck mal, dann ist das Schließen von NS-Gedenkstätten jetzt eigentlich der Kampf gegen Rechtsextremismus. Darauf trinken wir. Die AfD wirkt. Ihr Fritze, dass du auch mal wieder was Hochprozentiges siehst. Da sage ich nicht, nein, ich sage nein, von der AfD nehme ich nichts an. Pfui. Das ist aber schade. Das hat euer sächsischer CDU-Gemeinderat bei uns dagelassen, als er im Bundestag zu Besuch war, auf Einladung der AfD-Fraktion. Ach so, dann kommt ja eigentlich auch von uns. Na, in dem Fall, warum ist das ein kleiner Feigling? Prost. Sie sehen,
Sie sehen, Frau Richterin, wir haben nicht zusammen getrunken. Fritze, was zierst du dich denn so? Hm? Komm. Wir sind zwei Schnitzel vom selben Schwein. Weißt du noch? Kleinen Paschas. Deutsche Zahnarzttermine, nur für Deutsche. Zu der Zahnthematik. Die ganze Republik muss nicht in Schnappatmung verfallen, nur weil ich auf eine echte Überforderung hingewiesen habe. Es war ja eine Lüge. Wieso? Ich habe ja auf meine Überforderung hingewiesen. Dann ist es in Ordnung. Ah, ich kann jetzt auch nicht. Verstehen Sie? Verstehen Sie das doch? Verstehen Sie das doch? Ich kann jetzt auch nicht alles weglassen, was mich zu einem kernigen Typen macht, nur weil er das vorher schon gesagt hat. Wussten Sie, dass Fritze und ich jeweils in der Jungen Union waren und in der CDU? Wir wollen exakt dasselbe. Na, davon träumen Sie. Wir haben ab und an ähnliche Ziele. Fritze, das tut mir jetzt weh. Ab und an ähnliche Ziele. Komm, laut Wahl-O-Mat haben wir in Thüringen und Bayern Übereinstimmung von 74%. Bei Themen wie Klima, Energie, Finanzen. Ha? Wir liegen bundesweit so nah beieinander. Wir haben sogar einen gemeinsamen Feind. Schlag ein. Da irren Sie sich. Ich habe nur gesagt, dass die Grünen unser Hauptgegner sind. Ja, ja. Der Habeck sollte eigentlich hier stehen. Ne? Komm, Fritze, gib zu. Die Wärmepumpe hat dich auch gefickt. Ich habe aber auch gesagt, dass Sie der Feind der Demokratie sind. Nicht mehr lange. Dauert nicht mehr lange. Dann wirst du uns anbetteln um Zusammenarbeit. Wenn wir in Thüringen nächstes Jahr 33,3% kriegen, und irgendwie mag ich die Zahl, dann haben wir eine Sperrminorität. Ja, da können wir die Besetzung von Richtern blockieren. Dann blockieren wir Gerichtsprozesse. Dann laufen Mörder frei rum, weil ihr nicht mit uns zusammengearbeitet habt. Und wenn dann die Forderungen immer lauter werden und ihr wollt dann Zusammenarbeit mit uns, dann wird es immer teurer. Komm, Fritze, trink doch gleich mit uns. Ha? Prost, Prost, Kamerad, Prost, Prost, Kamerad, wir wollen einen heben. Von der Mitte zum Fritze, zum Sack, zack, zack. Sehen Sie, Frau Richterin, ich sehe, wie das alles hier auf Sie wirken muss. Aber Sie müssen verstehen, ich befinde mich in einer Zwickmühle. Ich kann nicht mit ihm und auch nicht ohne ihn. Wir sind wie Tristan und Isolde. Das ist gut, das ist gut. Du bist Isolde. Nein, Sie sind Isolde. Echte Männer sind keine Isolde. Tristan stirbt zuerst. Dann bin ich Isolde. Ich fasse Ihre Auseinandersetzung jetzt mal auf Ihrem Niveau zusammen. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Na, das sag ich doch die ganze Zeit. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Ah, gefällt mir. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein kühles Bier. Fantastische Idee, Fritze. Notieren Sie bitte, die Idee mit dem Bier war meine, er hat nur zugestimmt. Nein, ich komm schon mit. Nein. Doch, ich komm mit. Ich bin das ganz allein. Oh, ich geh mit. Ich gehe nicht mit ihm. Wir marschieren nur zufällig in eine ähnliche Richtung. Ja, komm. Vorsicht, Sie, ja. Sie sollten sich das... Ich kann da sehr gut auf mich selber aufpassen. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Hm? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.